Hallo und herzlich willkommen zu GamesTV 24 Daily am Dienstag. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist der Division erschienen. Yes! Und die Server laufen halbwegs. Naja, auf dem PC gab es schon einige Probleme, aber das könnt ihr alles auf PCGames.de nachlesen, auch ob die Server online sind oder nicht. Trotzdem hat Ubisoft schon die ersten Details zu den Division-DLCs verraten. Das muss ja gleich geschehen, nachdem das Spiel gerade erst gestartet ist. Release und am nächsten Tag gleich die DLCs. Die sollen für die Xbox One 30 Tage früher erscheinen als für PC und PlayStation 4. Ja. Und im ersten DLC geht es in den Untergrund. Da verschlägt es euch in die verzweigten Labyrinthe, Tunnel und U-Bahn-Schächte von New York. Und die Erweiterung soll ab Juni 2016 verfügbar sein. Ja. Die zweite Erweiterung, die heißt Überleben. Diese führt die Spieler in eine gefährliche Umgebung, in der sie Vorräte sammeln muss. Was das jetzt heißt, keine Ahnung. Die zweite Erweiterung erscheint dann im Sommer 2016. Also, ja, ich würde mal sagen August sowas. August, September sowas, ja. Und im Winter gibt es dann die letzte Erweiterung oder die dritte Erweiterung, die den Namen Letztes Gefecht trägt. Alle Erweiterungen gibt es im Season Pass. Besitzer von der Collectors Edition und der Gold Edition von der Division haben die, kriegen die Erweiterungen ja sowieso. Die haben den Season Pass quasi. Genau. Drin. Und die DLCs könnt ihr aber wahrscheinlich auch einzeln dann haben. Ja, ist noch vermuten, nicht bestätigt, also. Aber es ist sehr wahrscheinlich. Dann eine traurige Nachricht. Alle Freunde von Fable, die werden jetzt wahrscheinlich sehr traurig sein, denn Fable Legends wird nicht weiterentwickelt. Und das Studio Lionhead wird höchstwahrscheinlich geschlossen werden. Ja, sehr überraschend. Auch ein zweites Studio hat es erwischt. Pressplay Studios sind dänische Entwickler. Genau. Die haben am Project Knoxville zuletzt gearbeitet. Die werden, also da ist schon definitiv, dass sie geschlossen werden. Und Gründe nennt Microsoft eben nicht. Ja, das ist besonders hart, weil das beides europäische Studios sind. Einmal Pressplay in Dänemark, wie gesagt, genau. Und Lionhead ist ja in UK. Genau. Und das ist für europäische Spieleentwickler natürlich nicht so schön, wenn Microsoft hier Studios schließt. Oh ja. Mit den Betroffenen will Microsoft trotzdem weiter zusammenarbeiten und die so ein bisschen vermitteln, beziehungsweise eine Stelle bei Microsoft an anderer Stelle eben anbieten. Wir werden dann quasi auf die Microsoft Studios verteilt. Genau. Wir hoffen das Beste für die Entwickler, dass sie da schnell unterkommen. Und ja, letzte Details. Aktuell war die Beta für Fable Legends. Genau, für Windows 10. Diese ganzen Windows 10 exklusiven Features. Fable Legends wurde ja umdesignt ohne Ende und Release-Termine wurden verlegt und alles Mögliche. Da gab es ja einige Probleme. Lionhead Studios hat auch eine schon relativ lange Geschichte. Ja. Peter Molyneux hat die 1996 gegründet. Erstes Spiel war Black and White. Genau. Da habe ich mich tierisch drauf gefreut und am Ende war es dann doch ein bisschen enttäuschend, meiner Meinung nach. Black and White 2 kam dann trotzdem noch und dann sind sie ja durchgestartet mit der Fable-Serie, die jetzt ein traurigen Abschluss nicht gefunden hat. Schade. Mit Fable Legends. Schade, ich war ein großer Fables-Fan auf der Xbox. Ich habe Fable 2 damals gesucht. Also, das war auch mein Top-Spiel. Kingdom Comes, gibt es Neuigkeiten, die PC-Version wird offiziell verschoben, das ist jetzt bestätigt worden. Dahinter steht, dass das Kingdom Comes, das Spiel für PC und die Konsolen gleichzeitig erscheinen soll. Und geplant ist der Release für 2016. Wann genau, wissen wir noch nicht. Warhorse Studios wollte das ja eigentlich so machen, dass eben zuerst die PC-Version erscheint. Die sollte dann im Sommer schon released werden. Und da hat sich der Publisher aber gewehrt. Und der hat sich scheinbar, konnten sie sich wahrscheinlich nicht durchsetzen gegen den. Und jetzt kommt halt alles komplett. Ja, naja, die PC-Version kann ja eigentlich schon seit geraumer Zeit gespielt werden, in Form der Alpha, in Form der Closed Beta seit kurzem. Und da werden die ganzen Backer, die da Zugriff drauf haben, sich schon ein bisschen beschäftigen können. Ich denke auch, ist ja recht umfangreich. Und die Verschiebung ist vielleicht auch nicht so dramatisch, wenn man sich anschaut, dass es ja in der Beta auch noch einige Bugs und Schnitzer gibt. Das stimmt allerdings, aber dafür ist ja die Beta da. Genau, das stimmt. Und dafür ist es auch eine Closed Beta und die Backer wussten ja, auf der Kickstarter-Kampagne stand das ja alles da. Ab diesem Betrag bekommt ihr den Alpha-Zugang, ab diesem Betrag bekommt ihr den Beta-Zugang und so weiter. Und sie wussten, worauf sie sich einlassen, aber
da ein bisschen reinzuschnuppern, das schadet ja nicht. Ja, ich denke auch. Ihr könnt übrigens abstimmen für den Deutschen Computerspielpreis. Ja, der ist ja bald. Der ist am 7. April in München. Und da gibt es wie jedes Jahr auch wieder den Publikumspreis und den dürft ihr bestimmen natürlich. Unter anderem sind da Bloodborne dabei, Call of Duty Black Ops 3, Cities Skylines und natürlich viele weitere. Die könnt ihr alle unter dem eingeblendeten Link nachgucken, deutschercomputerspielpreis.de/Publikumspreis. Hast du schon abgestimmt? Ich habe noch nicht abgestimmt, aber ich mache das nachher gleich. Ich habe für Broforce gestimmt. Weil da sind auch einige Indie-Spiele dabei, die man sich natürlich cool aussuchen kann. Und wer abstimmt, der kann auch was gewinnen. Da gibt es nämlich ein Gewinnspiel. Dreimal gibt es zum Beispiel eine PlayStation 4 in einer Special Edition. Dann diverse Lautsprechersets von Teufel und Freikarten für einen Live-Let's Play mit Pete's Meat. Und der DCP, ja, in 14 Kategorien wird er vergeben. Der Publikumspreis ist eben eine davon. Genau, letztes Jahr hat zum Beispiel Dark Souls 2 gewonnen. Ja. Das sind natürlich dann internationale Sachen, auch wenn es der Deutsche Computerspielpreis ist, gibt es ja auch zum Beispiel bei Dark Souls Leute von Bandai in Deutschland, die den dann entgegennehmen und da hat man dann ein bisschen mehr Variationen, für was man stimmen kann, was in den anderen Kategorien nicht gegeben ist, weil da werden nur deutsche Entwickler benannt. So ist es. Dann noch ein kleines Ding, gestern haben wir ja zu Overwatch was gesagt. Und zwar, dass das im Mai erscheinen wird. Und das mit der Beta, das hat sich auch bewahrheitet. Blizzard hat das alles offiziell bestätigt. Also da waren wir auf dem richtigen. Ja, die Werbebanner waren scheinbar ein Ausrutscher. Genau. Aber es wurde bestätigt. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen wieder bei GamesTV 24 Daily. Die täglichen News gibt's dann wieder mit uns. Bis dahin. Ciao.